Was ich nur nicht verstehe, wenn wir unterstellen, dass Deutschland diese strategischen Interessen nicht hat, sondern dass es Deutschland um andere Dinge geht, die moralische Beglückung der Welt, wie es eben genannt wurde. Aber es gibt andere europäische Staaten, von denen man ja durchaus sagen kann, sie haben strategische Interessen. Ich denke etwa an die Franzosen, ja, eine völlig andere Situation als in Deutschland. Warum ist denen so ein Fehler unterlaufen? Naja, die Franzosen haben Russland eigentlich nicht so, ich sag mal, auf dem politischen Radarschirm, wie wir es eigentlich haben müssten. Für Frankreich ist Russland sehr, sehr weit entfernt. Deutschland hat traditionell ganz andere Beziehungen zu Russland gehabt. Nicht nur aufgrund der geografischen Nähe, sondern auch aufgrund der engen wirtschaftlichen Verflechtung. Aber Gerhard Schindler hat vollkommen recht. Deutschland hat andere Themen verfolgt. Und wie das leider bei uns in der Politik so ist, wenn aus einem Problem ein großes Problem wird und dann wird erst eine Krise draus, dann reagiert erst die Politik, vorher nicht. Also ein kleines Problem wird in aller Regel von der Politik nicht behandelt. Und so war es schon Anfang der 2000er Jahre gewesen, als schon erkennbar war, dass NATO bzw. EU und Russland immer weiter auseinandergehen. Das hat man ja gesehen, dass Russland Partner war der NATO. Diese Partnerschaft ist immer weiter aufgelöst worden. Deutschland hat nichts dagegen unternommen, aus meiner Sicht nichts dagegen unternommen, obwohl es unser Interesse eigentlich gewesen wäre, Russland an Deutschland und an die EU zu binden. Und dann hat es jetzt diesen Weg gefunden, leider. Und jetzt ist die Krise eingetreten und der Krieg eingetreten. Und jetzt sind wir einfach überrascht, dass es so gekommen ist. Das heißt, nach 91, also dem Fall der Mauer und dann 1991, Auflösung der Sowjetunion, wir haben als Deutschland gerne die Friedensdividende mitgenommen, haben aber versäumt, danach weiter zu investieren. Richtig, ja. Wir haben im Grunde aus der Substanz gelebt, wie wir es auch bei der Infrastruktur tun. Wir haben aus der Substanz der Anfang 90er Jahre gelebt und meinten, es würde einfach so weitergehen. Aber es ist nicht so weitergegangen, weil die Konflikte einfach schon angelegt waren. Und wenn die Konflikte nicht frühzeitig gelöst werden, dann wird aus einem Konflikt, aus einem kleinen Problem, wird irgendwann mal eine Krise und dann möglicherweise ein Krieg.